So, jetzt hier herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Stalker 2 bei mir auf dem Kanal. Und ja, bei der letzten Folge haben wir uns mit Linse unterhalten und natürlich mit Hamster. Die zwei, die Namen sind so gut. Also wirklich, also liebes Team, Entwicklerteam, ich weiß nicht, ob man den irgendwie schreiben kann, aber die sollten das wirklich als Eigennamen belassen. Wenn es einer Linse heißt, Lance, dann sollen die als Lance lassen. Das ist dann besser, finde ich. Also für mich klingt das besser. Für den einen oder anderen da draußen, der gefällt das natürlich. Dann Linse. Linse finde ich aber auch nicht schlecht jetzt. Hamster finde ich jetzt eigentlich auch nicht schlecht als Spitznamen. Ich kenne den Spitznamen Schraube zum Beispiel. Ja, da kenne ich jemanden, der heißt wirklich Schraube. Von daher geht es eigentlich, ne? Also Linse und Schraube. Aber das ist halt, irgendwie kommt mir sehr altbacken vor, so, ne? So, jetzt zack hier rein da. Stalker 2. Schreibt doch mal in die Kommentare, wer von euch heißt Linse? Wer von euch wird Linse oder Schraube genannt? Oder Hamster? Wer wird? Okay. Wir müssen weitermachen, wir müssen die verlorenen Jungs natürlich heute noch finden. Wir sind immer noch hier bei Schraube. Bei Linse. Nicht bei Schraube. Ich werde wahrscheinlich jetzt ab ewig Linse als Schraube abgespeiert haben. Weil ich jetzt diesen Witz gemacht habe als Schraube. Oder spielt einer Musik? Da. Okay, mehr passiert da nicht. To break the detector. What a bummer. Genau, sing mal den Detektor Blues. Oh, mein Detektor! Er war kaputt. Und niemand konnte mir helfen. Und darum sitze ich hier im Dreck. Und, mir fällt da nichts, kein Reim auf Dreck ein. Denn auf Dreck reimt sich nur Leck. Und, das ist nicht so gut. So. Noch gesungen. Ich weiß, singen, den Applaus des Künstlers Brot, aber Onkel Leodas PDA aufheben. Ah. Persönliche Nachricht. Tagebuch. Notizen. Hier. Abspielen. Wow. Looks gorgeous. If Lenz's cameras didn't conk out after every emission, I could have taken me some amazing pics. I mean, the poppy field alone. Just think about showing it to the rookies. But them lot would all rush over to see it on their own. Unprepared, with no plan. Forget it, old spice. Sometimes beauty just ain't meant to be seen. Also, man wird da durch die Blume darauf hingewiesen, dass man nicht einfach so ins Mondfeld gehen sollte. Also man sollte sich schon darauf vorbereiten. Und ich denke mal, das ist auch richtig an und für sich. Ich könnte den ganzen Tag in der Stadt rumlaufen, das sieht so gut aus alles. Und die Atmosphäre, du hast so ein bisschen so herbstliche Gefühle. Oh, ja, grillt sich was hier, was ist das? Eichhörnchen bissen, zufällig. Oh, my head hurts so bad. That's it. No more vodka. Ja, das sagen da alle Trinker. Ey. Hey, man. Hey, man. Was gibt's Neues in der Zone? Only morons believe that the zone can be changed or controlled. It can bend anybody until they break. Das stimmt. Danke. So long. So long. Hier liegt eine Axt. Die kann ich nicht nehmen. Ich werde auch gerne so eine Hütte hier. Ich weiß nicht, ob das geht. 400 Meter bis zu den verlorenen Jungs. Aber wir müssen natürlich, wenn wir natürlich ganz sachlich sind. Da steht ein cooler Traktor. Wenn wir ganz sachlich sind. Wie geil das Wasser aussieht, oder? Das spiegelt sich richtig. Das ist RTX von diesen RTX-Grafikkarten. Das ist dieses Raytracing quasi. Das ist schon echt nice. Das sieht schon gut aus. Und es läuft performant das Spiel. Also kann man jetzt ja nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wie FPS das jetzt sind. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber OBS zeigt mir 60 an. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Geschichte. Dafür haben wir hier noch die kaputten Knarren, die wir wegschmeißen können eigentlich. Die wird nicht mehr funktionieren, oder? Weil die kaputt ist. Oder? Ach, 28% hat die noch. Und die Rest, den würde ich weghauen, glaube ich. Ja, yeah, Mann. Das was für Papi. Okay.
So, erstmal durchgeladen. Wir müssen natürlich mal gucken, was wir mit unserer Ausrüstung machen. Was wir auf jeden Fall brauchen, demnächst mal so eine Gasmaske und eine vernünftige Klamotte hier. Und ja, jetzt müssen wir, und eine Idee, was wir jetzt machen wollen. Das brauchen wir auch noch ganz dringend. Wir können hier die, das Mondfeld machen. Das haben wir natürlich zuerst versprochen. Das ist natürlich zeitlich, wäre jetzt die richtige Reihenfolge. Das wollte ich eben noch so ausführen. Was wir ja zuerst das machen würden wollen ist, hier ist der Wasserturm. Das haben wir natürlich schon gemacht. Ja, das sind einfach nur Dings, wo wir gewesen sind. Siehst du schön unsere Spur, wie wir da hingekommen sind. Ne? Hier, da. Guck mal, ja, wir sind aus in der ruhigen Zone. Hier oben ist noch alles. Guck mal, wie viele Zonen das hier noch gibt. Oh Gott. Ich glaube, wir werden einige Zeit verbringen im Spiel. Die verlorenen Jungs sind näher dran jetzt als das Mondfeld. Also würde ich jetzt sagen, lass uns die verlorenen Jungs machen, aber können wir uns das Versteck noch schnell holen hier und dann haben wir die zwei Sachen schon mal abgearbeitet. Würde ich jetzt so sagen einfach. Also Tagebuch. Okay. Das ist schon verfolgt. Okay. Na dann. Ja, müsste die richtige Richtung sein. 400 Meter ist auch nicht weit. Fahrzeuge gibt's erstmal nicht, oder? Hi, ey, Myrtle! Das mit dir haben wir vorhin schon. Die haben uns einen Tipp gegeben mit Harmson, Linse und Schraube. Wir sollten vielleicht nicht dauerhaft rennen. Das hat zwei Nachteile. Einmal geht unsere Ausdauer da und runter. Und die Folgengröße wird ins Unendliche groß. Und der dritte Vorteil ist noch, wenn wir nicht rennen, dass wir die Anomalien besser sehen. Jetzt sehe ich da vorne gerade so eine Anomalie. Ja, habe ich mir gedacht. Wenn wir natürlich durch eine Anomalie durch müssen, dann können wir natürlich rennen, das ist gar keine Frage. So, wie weit ist noch? 200 Meter ist ja schnell erreicht, die Punkte. Ich könnte hier die Wegstrecke auch wegschneiden. Das ging ja jetzt auch jetzt. Aber wir erkunden ja die Zone noch ein bisschen. Wir werden dann wahrscheinlich noch irgendwann, wenn es denn geht, irgendwann eine Schnellreise machen. Das werden wir natürlich noch. Da ist die Anomalie. Jetzt kommen wir durch. Die ist dann für ein paar Sekunden weg. Bleiben kurz stehen. Alles klar. Wenn wir das Schräubchen geworfen haben, dann ist sie für ein paar Sekunden weg. Wow. Okay, jetzt müssen wir rennen. Licht aus. Ja, Mann. So, jetzt braucht man den mal richtig einen auf den Pelz. Wow. Kuh. Letztes Medikit. Nee, Quatsch. Nachladen. Dumme Sau. Da kommt doch. Wow. Boah, ich hab den zweimal fett getroffen. Wir haben schon 9 Tote zu verzeichnen, in der Tat. Krass. Letzten Spielstand. Ich hoffe, wir müssen nicht zu weit laufen. Das wird interessant jetzt. Gut, wir hätten wahrscheinlich weiter mit der Viper arbeiten sollen. Ich dachte, dass wir natürlich mit dem Jagdgewehr da bessere Erfolge erzielen. Gerade gegen größere Gegner. Aber scheinbar ist er ein bisschen immun gegen Kugeln. Deshalb, ob ich den lieber aufschlitzen kann, soll, muss. Ist halt schwierig, gegen die zu kämpfen, ne? Jetzt Licht auch anmachen lassen sollen. Naja. Mal gucken, wie weit wir laufen müssen jetzt wieder. Ah, wir sind gleich hier. Alles klar. Sehr gut. Okay, dann hier das. Nachladen. Jetzt machen wir das Licht auch nicht aus. Zack und low, go. Wow. Medikit.
Komm doch. Ach, laden. Er macht immer zwei Schläge. Medikit. Schirm. Nachladen. Ah, fuck. Nachladen. Medikit. Hab ich. Scheiße. Wow. Was für Scheißviecher. Endlich. Noch einer? Alter, what the fuck? Das war ein harter Kampf. Muss nur wegstrifen. Problem ist halt, dass wir gar nicht so die Waffen haben dafür, glaube ich. Aber das ist natürlich gefährlich. Ob das jetzt nur im Dunkeln, ob das ein Problem von der Dunkelheit ist, ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall Haufen Medikits verloren. Und Munition haben wir auch massenweise verloren. Nee, nicht mal hier was mit. Was hier so rumliegt. Die kriegen wir nicht kaputt, diese Holzkisten. Zumindest nicht mit dem Messer. Vielleicht gibt es irgendwas anderes zum kaputt machen von diesen Holzkisten. Ah, oh, hier, geil, Plumpsklo. Da liegt mir eine Notiz. Hebt die mal auf. Notiz über eine Wette zwischen. So. Hier sind wir relativ sicher. Ich kann mir schnell mal die Notiz angucken. Vielleicht haben wir deswegen nicht viel Schaden gemacht, weil die Haltbarkeit so runter ist. Ich weiß es nicht. Das ist ein fettes Kaliber, ne? Aber das, der Typ war total unbeeindruckt davon. Lass mal neu sortieren. Und jetzt gucke ich mir die Notiz mal schnell an. Notiz über eine Wette zwischen zwei Stalkern. Ich ziehe mit den Jungs von der Freiheit los, Wildschweine suchen. Er meinte, er stammt von Cowboys ab und wettet, dass er auf dem Vieh reiten kann. Falls es nicht zurückkommt. Falls ich nicht zurückkomme, hier ist Munition, um die Ruhe zu sorgen, um für Ruhe zu sorgen. Ah, ist okay. Also gibt es scheinbar noch Munition. Ach, da hinten. Oh, Junge. Wow, 3 Schuss. Nicht schlecht. Hat ordentlich was da gelassen. Ach, die krieg ich doch kaputt. Was lohnt? Das ist die Truhe, aber das ist natürlich lohnt. Oh, hier ist ein Schubkarre, geil. Mit Metallrad sogar. Ich glaube, das Gummi ist nur weggeschmolzen über die Jahre. So, der Atom-Dings, ich weiß gar nicht, wie lange der her ist, der Einschlag. Der Atom, die Atom. Die Katastrophe von Tschernobyl, das weiß ich gar nicht. Muss man sich mal vielleicht besser vorbereiten auf so ein Let's Play. Muss mal ein bisschen vielleicht Hintergrundinformationen suchen. Ich habe jetzt mal nach dem Spiel geguckt, ich weiß, dass es seit 2010 in Entwicklung ist. Und dass durch den Angriffskrieg aus Russland, dass da die Entwicklung sich ganz schön verzögert hat. Ist ja nunmehr auch schon über 1000 Tage. Was ist denn hier los jetzt? Alter. Achso, das ist der Bunker. Das ist gescriptet, glaube ich. Oh. Nein, was ist hier passiert? What's happened? Finde heraus, was mit der Gruppe passiert ist. Oh, eine Ratte. Oh. Suchen nach Überlebenden. Was ist denn das hier?
Sicherung. Ah, gewöhnliche Sicherung, die elektrische Schaltkreise der Spannungsschwankungen schützt. Ah. Ah, guck. Sicherung installieren. So, wir haben das Licht am Fahrrad. Von daher... Muss man hier lang gehen? Die Tür geht nicht auf. Oh, ich merke eine Anomalie. Also ich höre eine Anomalie. Ja. Shit. Wow. Ah, das kommt nach einer Zeit wieder. Also ich kann nur durchlaufen, mich da hinstellen, wo ich hier gerade hin zeige. Dann sehe ich hier nichts. Gut, machen wir das so. Go! Das ist eine Ratte, eine radioaktiv verseuchte. Go! Da ist eine fette Anomalie und da ist eine fette Ratte. Alter, was für hässliche Bastarde, der Junge. Boah, ich höre Schritte. Ich hab mal gespeichert. Okay, hier sind noch Überlebende. Also nicht wirklich, aber... Hey, was soll's. Na, angebissene Wurst. Na, da freue ich mich doch drauf. Also mal wirklich mal was essen, hä? So, 13 Meter. Da ist auf jeden Fall eine Anomalie vor uns. Hier ist keine. Da ist der nächste. Die ganze Gruppe tot, Alter. Was ist da los? Nachrichten zwischen... Notizen. Nachricht zwischen Max Saturday und Dew. Max. Ich brauche Hilfe. Max, wir sind, Wow. Oh, was hat die da angegriffen? Guck dir das mal an. Wollte ich mal gucken, ob hier eine Anomalie ist? Nee. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich will nicht, was auf uns noch zukommt hier bei dem Spiel. Der Munition? Ne, ist ein Backstein. Okay. Das ist der Ausgang, wie es aussieht. Ah. War ich ein bisschen zu voreilig, aber wir konnten es gerade noch so retten. Jo, er hat gerade gespeichert. Ich glaube, wir sind hier relativ sicher. Ich stelle mich hier in meine Ecke. Wir müssen die Notiz mal lesen, was da genau passiert ist. Mich interessiert das mal, ehrlich gesagt. Unser Inventar ist schön voll. Max, wir brauchen Hilfe. Max, wir sind ein Monolith. Begegnet. Alle sind tot. Tju, was zur Hölle? Was ist denn passiert? Max, der Drecksack hat sich Mastiff geschnappt und ihn in einen Zombie verwandelt. Ich brauche Verstärkung, bitte. Dann sehen wir uns, dann ist sonst immer deine Schuld. Max, warum antwortest du nicht? Max, es ist ein Notfall. Erinnerst du dich an den Ort,
den der Chef erwähnt hat. Herr Miskell müsste dort sein. Ju, halte durch, ich bin unterwegs. Der Wichser wird dafür bezahlen. Okay. Finde Mastiff. Okay. Ich muss kurz auf die Map gucken. Wo ist Mastiff? Aha, guck mal. Ne, das ist Mondfeld. Ach, hier ist er. Verlorene Jungs, Nebenmission, finde Mastiff. Okay, es wächst sich aus. Aber wir werden uns da halt erstmal den Dings noch holen. Den Stash. Oh, hier. Ich aktiviere den mal als Verfolgung. So. Quasi. Ja, nur mal schnell hinlaufen. Wir brauchen ja jeden Loot, den wir kriegen können. Ich renne mal nicht. Wir brauchen unsere Ausdauer. Da ist einer, oder? Nö. Oh. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so eine Anomalie laufen. Das wäre echt blöd. Und was für ein scheiß Sturm, Mann. Da ist so ein Bahnwaggon. Wollen wir uns die mal kurz angucken? Wow. Okay, der ist nichts. Oder vielleicht doch? Nee. Eine Matratze und ein Feuer. Also hier war auf jeden Fall jemand. Aber wo der hin ist, weiß ich nicht. Ach, das Wasser. Manchmal glänzt das Wasser so, dann sieht es aus wie so eine Anomalie. Aus der Entfernung. So, 40 Meter bis zum Dash. 90 Meter meine ich natürlich. Wow. Ah, da vorne in dem Toilettenhäuschen da, oder was das sein soll. Vielleicht können wir da mal kurz fahren. Bisschen dort warten. Oh shit. Okay, das ist der Stash. Aber wie komme ich da wieder raus, wenn ich jetzt reinhüpfe? Das finden wir raus, würde ich sagen. Ich speichere mal schnell. Und dann hüpfen wir mal runter. Aua. Ah. Oh. Okay. Sorry, das wollte ich nicht. Ganz ehrlich. Der war unnötig, der Tod. Ich finde ja total cool, dass das Spiel deine Tote zählt. Total cool. Lustig. Ja, so ein Mist. Gut, dass wir hier gespeichert haben, aber wie soll ich denn jetzt hier runterkommen? Ja, weiß ich auch nicht. Da muss man wahrscheinlich da rein irgendwo beim Haus durch den Keller. Alles andere wird ja keinen Sinn machen, oder? Aber ist ja schon, wie wieder Lindsay gesagt hat in der letzten Folge. Diese Stashs können auch Fallen sein. Im Endeffekt, da lag auch einer schon tot unten drinne. Diese abgewichsten Häuser hier, krass, oder? Ey, diese Lichtschalter kenne ich noch. Die gab es bei uns auch. Ich komme ja aus der ehemaligen DDR, quasi. Keiner hat es schon am Akzent gehört, aber ich versuche das, also es geht eigentlich, finde ich. Mit Akzent. Gibt es ja irgendwo einen Kellereingang? Und solche Lichtschalter gab es auf jeden Fall auch auf so, in so älteren Gebäuden. Älteren DDR-Gebäuden gab es die auch. Lichtschalter. Ganz lustig. Also gibt es keinen Kellereingang. Hier draußen vielleicht. Ich wollte gerade sagen, der Sturm ist vorbei, ja, ist nicht vorbei. Okay, ich glaube, wir werden den Stash so nicht kriegen. Von daher werden wir einfach weitergehen jetzt Richtung unserer drei Helden.
die da noch leben. Ich hoffe, da lebt noch jemand, nicht wahr? Ich weiß es natürlich nicht. Das ist natürlich echt schade, dass wir da nicht reinkommen, ne? Vielleicht gibt es da irgendeinen Ausrüstungsgegenstand, was uns noch fehlt. Jetzt irgendwie einen Kletterhaken oder ein paar Stiefel, die uns... Oder warte mal, hier drüben vielleicht. Vielleicht geht's hier rein und ich kann da rüberlaufen. Ah, guck mal. Oh, Alter, wie tief. Was? So. Sind wir natürlich erstmal geschützt vor dem Wetter, das ist gut. Ist auch kein bisschen unheimlich unten. 20 Meter, ja. So was habe ich mir gedacht, dass es irgendwie so ein Dings gibt. Irgendwie so ein Durchgang. Ich dachte vom Haus aus können wir da hingehen, aber hier, das ist natürlich noch logischer. Wow! Ah. Oh, ekelhaft. Da waren auf einmal mega viele Ratten. Ist das eklig, Alter. Können die Treppen steigen? Nee. Alter, keine Chance, ne? Gegen die ganzen Ratten. Aber wir konnten den Typ noch looten, zum Glück. Aber ob wir den Stash... Den Stash haben wir nicht gekriegt, ne? Nee, den Stash haben wir nicht gekriegt. Was mache ich mit den ganzen Ratten? Ist doch Verschwendung, wenn ich da rumballer jetzt, oder? Ja. Wir bräuchten Molly oder sowas. Oder eine Granate. Wie kann ich die Granate ausrüsten? Hier gibt es irgendwie keinen Slot für Granaten, ne? Offensivgranate, der 50er Explosionsradius. Muss mal kurz gucken, wie man Granaten schmeißt. Steuerung. Tastatureinstellung. Sprinten, ducken, sprinten, gehen nach links, rechts, Kampf, schießen, nachladen, Munitionstyp, Feuertyp. Ach, mit B kann ich den Feuermodus ändern. Alles klar, das ist ja cool. Nahkampfangriff, heimlich, Granate, Schraube werfen. Ah, alles klar, ich muss was auswählen, jetzt weiß ich's. Also, alles klar, macht Sinn. So. Das hat erstmal geklappt. Augenscheinlich. Wo ist der Stash? Da. Hier ist der weiße Knöchel. Oder was wieder hieß. Ah, hier ist der Stash. Nehme ich alles. Überladen, sehr gut. So, Abflug. Wow. Wow. Hat einfach nachgespawnt, der Dreck. Ich tue dem mal gefallen. Hier, was zum Fressen. Lecker. Ekelhaft. Ruhe und Frieden, töte jede im Lager, bevor der Alarm ausgelöst wird. Hä? Hab ich gerade gekriegt? Okay, das zählt auch. Hab ich gerade jemand schreien gehört? Boah, wie unheimlich, Alter, echt. Hat schon so seinen Ekel- und Horroraspekt, das Spiel auch, ne? Das ist ja eine extreme Mischung von verschiedenen Genres, verschiedenen Dings. Und es spielt sich sehr dynamisch und macht echt Spaß. Muss ich sagen. Wo? Keine Ausdauer mehr gehabt. Licht aus. Wo? Oh!
Ich muss mal Flucht machen, ganz kurz. What the fuck, Alter? Okay, Kampfmusik vorbei. Das heißt, die sind aus dem Gefahrenbereich so. Das scheiße. Wir müssen in das Lager drum schleichen. Ich habe da nicht die Munition, nicht die Kräfte dafür jetzt, mich da mit denen anzulegen, ganz ehrlich. Das war Armee, glaube ich, oder irgendwas. Auf jeden Fall waren die extrem gut angezogen. Also für Stalker-Verhältnisse gut angezogen. Jetzt nicht im Frack und feinen Anzug, sondern halt in Poncho und Gasmaske. So. Ich check mal die Map. Hat er das irgendwie verzeichnet, das Lager jetzt hier? Düsteres Dickicht. Ne, das war das nicht. Ne, das war hier. Dieser Komplex, der wird da irgendwie gesichert von denen. Und ich weiß aber noch nicht warum. Wir werden aber immer da reinkommen über die Gerüste, die da standen, oder die Straße. Aber da hätten wir keine Freude dran gehabt. Weil wir haben nicht die Munition dafür und nicht die Rüstung und überhaupt. Das müssen wir uns beim nächsten Mal dann mal angucken oder bei der nächsten Zeit, wenn wir neue Ausrüstung haben. So, und da höre ich gerade aus dem Off, dass die Folge gleich vorbei ist. Deswegen müssen wir uns jetzt mal beeilen. Und wir werden noch in die Richtung laufen. Und werden dann... Ah, die Sonne geht auf, so wie es aussieht. Oder wie spät ist es? Hier sehe ich es nicht. Im PDA sehe ich es aber oben rechts in der Ecke immer. 5.41 Uhr. Ich nehme an, das wird ein metrisches System, denke ich mal. Also 24-Stunden-System. Das heißt, wahrscheinlich... Oh, guck mal, Gasmasken. Kann ich die nehmen? Ich brauche die. Das wird 5 Uhr, also es ist um 6 früh. 36 Meter. Wir surrounden das Campus mal hier. Und gucken uns mal, wo wir reingehen. Da ist ein Hund. So, aber was wir da finden und ob wir die Männer nochmal finden, das sehen wir leider aus der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der Zone.